Mikrofonständer. Ja, jetzt rollen wir ganz stramm mit dem Zug über Harlem und Chattanooga Choo-Choo oder Chattanooga zum Beispiel, zumindest heißt das, in Richtung Pause. Und da haben wir zumindest als zweiten Titel von diesen beiden ein etwas ganz Besonderes, weil das war mal eine Nummer 1, ein Nummer 1-Hit. Chattanooga Choo-Choo kann man sich heute, man kann es ja kaum mal aussprechen, aber das war meine Nummer 1 und dann war es mal in den 80er Jahren, rollte es nochmal bis nach Pankow auf die Nummer 5. Ja, und singen wird uns das Ganze
Martin Udo Oldak. So, aber als nächstes hören Sie dann erstmal etwas nicht so Besonderes. Ich will was dazu sagen, weil es ist eigentlich eine ganz normale Jazznummer, Swingnummer. Und normal deshalb, weil eigentlich ist nicht viel Text drin. Das hat folgenden Grund. Früher, da haben die angefangen, Musik zu machen, die richtige Instrumente spielen können, und haben so keinen Sänger gebraucht. Und irgendwann kam dann immer mal wieder einer an und sagte, ich möchte mal mit euch singen. Und da haben sie dann gesagt, ja, im Prinzip, ja, aber du wirst nicht zu hören sein. Aha. Oder irgendwann ist einer auf die Idee gekommen und hat den Gesangsverstärker erfunden. Und dann konnten sie nicht mehr anders. Dann mussten sie singen lassen. Haben sie was einfallen lassen? Wir schreiben hier mal ein paar, drei Zeilen und dann ist gut, dann können wir wieder unsere Solo spielen. Und dann ist aber Folgendes passiert. Dann stand der natürlich bei den ganzen Titeln da immer oben rum, ganz gelangweilt, und dann macht er immer la la la, da di du du da, und schon mal der Skatgesang gefunden. Ja, und so eine Nummer ist die folgende. Take the A-Train. Und das darf ich für Sie machen. Jetzt müsste ich mir ja ganz spontan irgendeinen doofen Namen ausdenken. Ne? Detlef. Detlef Hawaii Beermann. Oh, genau. Und der Lippe. Detlef von der Lippe, genau. Jena Shorts. Das ist der große Lippe. To go to show you how we have been harder.